Ja, Apo, nach zwei Aufstiegen hintereinander, einmal mit der SG Worringen in die Landesliga und dann mit Eintracht Hohkeppel in die Landesliga, steht der im Moment an erster Stelle in der Landesliga. Das überrascht mit Sicherheit den einen oder anderen. Du hast das von Anfang an eigentlich als Ziel ausgegeben. Ihr habt jetzt aus 8 Spielen 7 Siege geholt und ein Remis. Bist du davon überrascht oder ist das so, wie du vor der Saison gesagt hast, das ist das Ziel? Also überrascht bin ich nicht. Ich habe schon einen klaren Plan gehabt. Ich weiß nicht, dass nicht jeder Plan natürlich auch direkt so funktioniert oder direkt so einen Lauf hat, wo wir natürlich dann auch von Wochen so jedes Spiel gewinnen. Ich denke, ich bin selber nicht überrascht, weil ich von Anfang an die Überzeugung hatte. Aber ich denke, dass die Mannschaft schon von Anfang an auch viel hergibt, um auch dieses Ziel natürlich auch dann nach außen so zu tragen. Also ich bin jetzt keiner, der ein Träumer ist und irgendwelche Sachen nach außen trägt. Das ist natürlich auch schon gut überlegt. Und ich hatte von Anfang an die Überzeugung, weil ich den Kader auch so zusammengestellt habe und am Ende auch so dann auch quasi ja, jetzt dann auch am Ende so zusammengestellt bekommen habe. Und ja, und das war einfach dann die Überzeugung. Und das überrascht mich aktuell nicht, die Ergebnisse. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir jedes Spiel gewinnen. Aber dafür arbeiten wir halt jedes Training sehr hart. Und die Mannschaft macht momentan einfach jede Woche, jedes Training einfach liefern die ab. Und das ist überragend. Du hast einen Wahnsinnskader, du hast Hochkaräter ohne Ende. Wie gelingt es dir, diese Mannschaft bei Laune zu halten? Also obwohl ihr gewinnt, aber ich kann mir vorstellen, da ist so viel Potenzial, dass schon der eine oder andere dann schon mal sagt, oh, Trainer. Ja. Ich denke, ich habe ein gutes Gefühl und gutes Gespür für sowas. Ich meine, heutzutage, man bekommt es auch bei anderen Vereinen mit, auch die neue Generation, dass das Zwischenmenschliche, die Empathie schon sehr, sehr wichtig ist, dass jeder Spieler von Anfang an auch Bescheid weiß, in welche Richtung das alles geht. Du musst halt jeden mitnehmen. Jeder muss das Gefühl haben, dass jeder wichtig ist in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, was ich schon gut hinbekomme. Und ja, wir haben jetzt 8 Spieltage mit Pokalspiele, 7 Stück. Ich glaube, keiner ist noch nicht zum Einsatz gekommen. Und deswegen, ich sage, wir brauchen mal jeden Spieler. Wir haben einen breiten Kader, 30 Mann. Und ja, und das zeigt sich einfach gerade auch im Amateurfußball, dass aber die Breite schon sehr, sehr wichtig ist, ohne dass die Qualität komplett wegfällt. Und das ist bei uns auch, glaube ich, auch gegeben. Wie ist das Arbeiten grundsätzlich in Hohkeppel, ein kleines Dorf, ja, was oftmals, glaube ich, belächelt wird, aber jetzt im Sport schon zeigt, wir sind da. Und das Ziel soll die Mittelrheinliga sein. Ist das stemmbar in Hohkeppel alles? Ja, also das ist der Plan. Es war von Anfang an der Plan. Wir haben einen 3-4 Jahresplan gehabt und es war schon das Ziel, kurz- oder mittelfristig in die Mittelrheinliga aufzusteigen und dann da Fuß zu fassen. Und ich denke, jetzt haben wir ja mit dem ersten Jahr sind wir aufgestiegen in die Landesliga, stehen jetzt aktuell sehr gut da. Und das Ziel ist dieses Jahr auch ganz klar der Aufstieg. Und wir wollen nächstes Jahr in der Mittelrheinliga auch oben mitspielen. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch schon an den Kader für die nächste Saison. Und ich denke, die Vorarbeit ist auch sehr, sehr wichtig, dass man den Kader auch größtenteils auch zusammenhält und keine große Fluktuation hat. Und das hat in dem Fall auch nicht immer mit Geld zu tun. Klar, man muss ein gewisses Budget haben, damit man Qualität holt. Aber wenn du eine Mannschaft formst und die auch von Jahr zu Jahr überwiegend zusammenhältst und einfach nicht nur punktuell verstärkst, kann man auch da sehr erfolgreich sein im Hockey, ja. Wie hat sich die Qualität oder besser gesagt der Charakter der Spieler gewandelt in den letzten Jahren? Du kommst aus dem Profifußball, du weißt selber, wie du getickt hast. Wie ist das heutzutage mit den Jungs zu arbeiten? Hat sich da was geändert oder bleibt das immer gleich? Ich denke schon, das hat sich schon was geändert.
Die Spieler haben nicht mehr diese Eigendynamik, glaube ich, wie zu meiner Zeit, zumindest damals, dass die Spieler viel Streicherei brauchen, viel Gespräche und man muss schon oft auf den Spieler zugehen. Und auch im Amateurfußball, ob es Landesliga, Mittelrheinliga, Bezirksliga, auch da muss man den Körper quasi vorbereiten. Man braucht ein gutes Level, gute Athletik und alles. Das ist, glaube ich, was die heutige Generation ein bisschen vernachlässigt, dass man quasi auch durch Fleiß, durch Arbeit, durch Extra-Einheiten, ne, und das hängt am Ende auch mit einem selber ab, was man für Ziele hat. Ne, die kommt man in einem Verein, jetzt zum Beispiel auch wie wir, die ambitioniert spielen wollen im Amateurbereich, da muss man schon auch eine Mentalität mitbringen, eine Einstellung auch zum Fußball selber. Und darauf achte ich natürlich auch ganz extrem in der Kaderzusammenstellung. Wen siehst du außer euch noch als Favoriten für den Aufstieg in der Landesliga? Also ich habe vor der Saison habe ich ja zwei, drei Vereine genannt, unter anderem Merten, Endenich, Schlebusch und das ist jetzt Merten ein bisschen unten drin steckt, ist schon verwundernd und aber die anderen Mannschaften jetzt, Endenich hat es ein bisschen gefangen nach einem Fehlstart, Schlebusch ist oben mit dabei. Ports macht es momentan sehr, sehr gut mit dem Jonas. Sind schon ein, zwei Überraschungen dabei, mit denen man jetzt nicht gerechnet hat. Ich bin gespannt. Rheinbach hat bis auf gegen uns auch kein Spiel mehr verloren. Die sind auch noch am Gewinnen. Und ich denke, dass schon Stand heute, ich denke schon, dass Rheinbach, Ports endlich die Vereine, die jetzt auch oben bleiben werden. Wie geht ihr im Moment als Verein mit der Corona-Phase um? Habt ihr da Top-Verhältnisse? Könnt ihr alles gut machen? Habt ihr alles geregelt, dass ihr sagt, wir sind safe? Also ich muss sagen, unser Vorstand, unser Gesamtvorstand um Hakan herum haben da Top-Arbeit geleistet. Wir haben schon vor 6 Wochen damit angefangen, mit Maskenpflicht auf der Anlage, mit Kabinenaufteilung, Duschregeln. Und klar, hat das auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis das alles funktioniert hat. Aber meine Mannschaft und auch die anderen Seniorenmannschaften und die Jugendmannschaften mit den Eltern zusammen, wir haben ja keine so Top-Infrastruktur wie vielleicht andere. Wir haben auch nur 2 Kabinen, 1 Platz zur Verfügung. Ich muss sagen, was das angeht, hat der Verein da super Arbeit geleistet und deswegen dürfen wir auch aktuell spielen. Wir spielen ja schon das zweite oder dritte Spiel jetzt ohne Zuschauer und alle halten sich an die Regeln, so gut es geht. Und habe ich natürlich auch als Trainer auch die Verantwortung, auch da immer drüber zu gucken und dran zu bleiben. Und mein Team auch, ob meine beiden Co-Trainer, Torwarttrainer, Betreuer, die ziehen alle mit meine Mannschaft, die setzt das super um momentan. Ja, super. Dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Saison und wir werden es auf jeden Fall begleiten. Vielen Dank. Danke, ich glaube.